Bevor die erste Folge Portal Co-op losgeht, möchte ich mich schon mal entschuldigen für die schlechte Mikrofonqualität bei mir. Das Mikrofon hat sich einfach während der Aufnahme vollkommen hochgepegelt in 100% und deswegen klingt das manchmal ein bisschen kratzig. Bitte entschuldigt das und trotzdem viel Spaß. An Tagen wie diesen. Genau. Ich würde jetzt mal anfangen. Ne? An Tagen wie diesen. Aber ich muss den Refrain noch zu Ende singen. Haben wir noch echt Zeit. So, jetzt kannst du anfangen. Hallo und herzlich willkommen hier zu Portal. Ja. Portal Co-op. Co-op. Mit dem Philipp. Schönen guten Tag. Ja, wir haben das Tutorial schon durchgespielt, wissen nicht mehr, wie wir zurücksetzen können. Hast du mich jetzt angeschossen? Hab dich gesehen. Du Schwein. Nö. Wissen nicht mehr, wie wir zurücksetzen können, deswegen fangen wir einfach hier wieder bei Kammer 1 an. Ach, die Grüne, nein. Nö. War schon lange her, also von daher. Ja, ist schon sehr lange her. 4, 3, 2, 1. Los geht's. Bin ich gelb oder bin ich gelb? Ich würde sagen, bin gelb. Du bist gelb. Jui! Würde ich auch sagen. Manchmal bin ich auch blau. Du bist sehr oft blau. Okay. Gelb. Okay. Ei, nee. Wunderschöne Ladesequenzen. Ja. Laufband, ihr Forschungspartner. Ich bin ein Forschungspartner. Hallo, ja. Diese Testgruppe wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Ich hab das so leise gestellt, ich verstehe die gute Tanne gar nicht. Dann kannst du den Untertitel lesen. Bei mir ist der Untertitel leider Englisch, because of, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum der Englisch ist. Ich kann den auch nicht umstellen. Das funktioniert nicht. So. Du stellst dich einfach mal. Ja, bitte? Ich suche gerade meine Untertitel. Achso. Audio. Ja, da bin ich ja gerade. Bin ich ja gerade. Texteinblendung. Nur Untertitel. Gesamter Text, nur Untertitel. Audio. So. Ich steh doch schon. Großer langer Lauch. Stell dich auf den Knopf. Ich steh auf den Knopf. Darf ich? So. Du darfst hier hinterherkommen. Siehst du, ich bin nicht so böse. Aber die Kamera beobachtet uns. Du weißt doch, dass ich nicht sozial Ach so. Bin. Achso. Du musst dich mal hier herstellen. Du hättest dich auch einfach da hinstellen können. Da. Alter. Hier. So. Bitteschön. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. So, wie komme ich jetzt darüber? Achso, du musst ein Portal machen. Ganz vergessen. Mach da eins hin, da. Achso, ja, ich bin doch schon am dransten. Weitergehen. Aber warum denn? Ja, weil ich auch noch darüber muss. Aber warum? Jetzt mach hier eins her. Dankeschön. Huch. Wie komme ich jetzt dort rein? Achso, du musst ja noch zurück. Mensch, Günther. Günther. Na, los. Na, wie denn los? Na, du wolltest doch noch zurück. Ach, du bist schon durchgegangen. Ja, ich wollte schon durchgehen. Ich habe die ganze Zeit gesucht und da war keiner mehr. Ja. Attacke. Logisch. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Ja, ich. Der kleine Dicke. Ja, das ist richtig. Du bist klein und dick. Du bist böse. Ja, das ist richtig. Ich bin groß und blöd. Böse.
groß, blond und blöd. Ja, blöd bist du nicht. Ja, blond bist du nicht. Blöd bist du. Ja, aber nur dezent. Definiere dezent. Dezent kann man in mehreren Stufen einstufen. In mehrere Stufen einstufen, also jetzt. Stellt ja. euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das wäre interessant. Für Gewinner jedenfalls. Was macht der Knopf? Das ist ja Wonderful, Wonderful, meine ich. Kollaborationspunkte. Ich bekomme Punkte, ne? Schnell! So, was machst du da? Du musst wo, mich hier. Ja, ich wollte gerade, welches kommst gelb. Du an, ans rote Konär? Gelb, bitte. Also, du kommst ans rote. Jetzt habe ich 2 gelbe gemacht. Nee, das war richtig, was du getan hast, aber ich bin einfach blöd. Das ist richtig. So, wie machen wir das jetzt nochmal? Warte. Moment. Augenblick. Ach. Du hättest das einfach da lassen können und ich wäre hier durchgegangen. Hey, Arschloch. Drück drauf. Ach Mensch. Nee, halt, mach nochmal. So. Oh, jetzt. Jetzt aber. Mensch, so viel Blödheit auf einen Haufen. Ja, ja, kann ja mal passieren. Das kann ja gar nicht gut gehen. Was ist hier? Skaten. Okay. Timer. Noch mehr Timer. Und da oben sind bestimmt noch mehr Timer. Da oben? Meinst du da oben oder da oben? Ja, Timer. Wir müssen wahrscheinlich... Smörrebröt. Alle 4 gleichzeitig aktivieren, okay? Also... Warte. Bin noch nicht so weit. Attacke! Wow! Hast du eine Kugel? Oh. Ja. Ich hab die Kugel. Hallo? Na gut, oder? Ja. Nein. Hallo? Du hast die Kugel, also, ne? Ich weiß, ich hau Bus vor dir ab. Smörrebröt. Komm her. Nö. Na komm her. Nö. Na los. Nö. Na, komm her. Leckerli, wird kategorisch abgelehnt. Kategorisch. Komm, leg's rein. Sehr gut, ihr wachst. Ah, war schneller als du. Dank des Weihnachts für euch, der scheinbar die ganze Arbeit Gottes Willen. In Gottes Himmels Willen. Ne, also Gottes Wille bin ich bestimmt nicht. Ne. Absolut nicht. So, mach mal einen Schluck hinter uns bringen. Einen Schluck hinter uns bringen. Einen Schluck hinter uns bringen. So. Du bist der Witzbold des Jahrhunderts. Das tat gut. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Jetzt geh mal hier rein, Mann. Guck du hier rein und dann machst du weiter. A water of bottle? Vielleicht? Nein. Ich werde nicht abgeschossen. Hallo? Treffen muss gelernt sein. Nee, aber heute nicht. Jetzt reicht's aber jetzt, ja! Jetzt mach da hinten deine 2 Portale.
Minions Kinder. Was Minion? Minions Kinder. Ein Rotz. Geh sie weg, geh sie weg. Weg. Geh sie weg, geh sie weg. Achso, geht, geht los. Was gibt's denn hier Schönes? Ich stell dich mal auf den Knopf. Sehr schön. Hallöchen. Warte mal. Okay. Könnte man dort? Hier ist ein Knöpfchen. Steh schon auf dem Knöpfchen. Achso, das Knöpfchen. Ein anderes Knöpfchen. Achso. Halt doch. Monster. Die gehören zu uns. Ist keiner mehr da. Hast schon alle tot gemacht. Muss der da auf den Ding da gehen. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Huch. Ja, sehr schön. Hey. Ja, los. Ey, Arschloch. Ja, hier. Was denn? Da und da. Also wenn ich da einen hinmache, das geht nicht. Da. Genau. Space springen. Das ist sehr schön, dass mir das hier angezeigt wird. Spatze? Hier wird auch Spatze angezeigt. Spatze? Ich kann aber mitteilen, dass halt, komm mal kurz her. Von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Hastamakalakalaka, salamakalaka. So, das habe ich dir auch gegeben. Okay. Das habe ich dir auch gegeben. Kannst du auch wissen. This war very interesting from you. Was? From Mische? But, scheiße. Also, ne? Also, ist so, Mann, ne. Was gibt's denn bei dir so Neues, hä? Nicht. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Also mir gefällt das. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft Moment. Entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Gestell zu watschen, warum denn? Sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Das ist Winken. Man munkelt ja, dass du Assassin's Creed spielst. Welches? Warum? Ich kenn keine Assassin's Creed. Konnte ich noch nie. Ach nee. War was anderes. Oh mein Gott. Ja, ist richtig. Rocke spiele ich. Assassin's Creed Rocke. Oh. Das Problem ist ja unsere Linksbums-Karte da ist ja geht ja nicht, wa? Richtig. That's truly right. So, du bitte lotse mich. Wen soll ich reiten? Lotsen. Truly right. Soll ich hier runter? Keine Ahnung. Nee. Ja, du musst mir das schon sagen. Ich kann dir zwar zugucken, aber... Oh! Ein Phänomen. So. Nicht zerquetschen. Nein. Ich war doch hier... Warte, ganz ruhig bleiben. So, ich muss auch sagen, geradeaus. Bis zum gelben Gerät. Bis zum gelben Gerät. Bis zum gelben Gerät. Okay. Jetzt auf. Oh! Jetzt aufs gelbe Gerät. Komm und schnapp sie dir, Pokémon! Ah, hier! Moment. So. Kann ich jetzt. Oha, hier so direkt wieder raus oder muss ich wieder zu? Nee, du musst ja hier so. Da dein Teleport-Ding machen. Du musst da einen hellblauen dann dort unten schießen. Da unten. Also ich hab das gerade das Bedürfnis mitzusingen. Was hörst du denn? Bommalona Eis gekühlt und dazu ein belegtes Brot mit Schinken. Da. Ja. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Eins mit Schinken und eins mit Ei und dazu Eisekühlter Pomalunda. Pomalunda Eis gekühlt. Ja, wo waren wir? Assassin's Creed. Rock. Ja, das rockt.
Wie ist das denn? Na, im Prinzip wie eine verbesserte Version von Assassin's Creed 4. Also es gibt PS3. PS3. Ja, also es gibt es glaube ich auch für PC. Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe gehört, das soll nur für Konsole gehen. Ich weiß aber 100%ig, dass es das nur für die PS3 gibt an Konsole und nicht für die PS4. Weil also das nicht für die Next. Genau, weil das soll der letzte Ableger von Assassin's Creed für PS3, also für die letzten Konsolen sein. Oh, das neue ist ja Assassin's Creed Unity. Ja, das ist richtig. Vielleicht spielen wir das auch nochmal. Mal gucken. Bist du wahnsinnig? Ja. Soll ganz gut sein. Ja, ich muss mich ein bisschen informieren, ne? Nur mal ein bisschen geguckt. Ja. Und das sieht sehr schön aus. Wo muss ich denn hin eigentlich? Ich hab grad keine Ahnung. Du musst doch nicht da rüber. Was passiert, wenn ich da mache? Schaffe ich das darüber zu springen? Also wenn du das hier hochlässt? Weiß ich nicht, passiert ja gerade. Ach nee, Moment. So. So. Warte, ich muss ja erstmal dahin lassen. Ganz ja, ruhig. Ganz hoch und dann musst du ganz schnell da hier rechts. Ja, ich sehe, ich bin schon in Stellung. In Stellung? Kann ich dich auch zerquetschen? Das war bestimmt. Nee. Schade. Also hier jetzt dann gleich bestimmt, aber. Ja, das hab ich ja gemeint. Ei. Ich bin da. And now? Ja. Machen wir denn? Muss ja dort der Portal machen. Portal. Und gibt's bei dir irgendeine Flasche? No. Aber naja, klar, dort, du musst da dorthin machen. Dort, was jetzt grad, was jetzt schon oben steht. Dort muss ich hin. Genau. Ja, auf jeden Fall. Kannst du was zur Story erzählen, ohne zu spoilern? Hab ich zurückgesetzt? Diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst. Naja, also Wissenschaft liegt nur dir. Das. Also ohne zu spoilern ist ja praktisch das, was Ubisoft eigentlich auch schon erzählt hat, dass man kein Assassin spielt in diesem Teil, sondern Templer. Das finde ich ja mal mega interessant. Also das Ganze mal aus der anderen Sicht zu sehen und... Ja, und das storymäßig, also das, was ich habe ja jetzt noch nicht viel gespielt wegen Arbeit und blablabla, ein ganzes Gemelumbe, aber ich fand es bis jetzt auch sehr gut verpackt, also von der Story her und... Die Steuerung ist manche jetzt Tests ne, irgendwie sind nicht auf das Labor beschränkt. Präziser geworden als früher, also im Prinzip. So gänzlich anders. Ich kann, doch. Ich meine, ich will euch alles nicht mal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. So. Du musst aber dann auch richtig Assassinen dann jagen. Richtig. Bis dann Assassin tot machen. Genau, aber auf mir anzurennen, Alter. So. Leider Gottes wissen wir schon, wo es hier lang geht. Ach so. Deswegen, also der Philipp nicht, aber Philipp, ja. Insert Disk. Okay, kriegen wir hin. Ach, hier, guck mal. Unsere schönen Schalter. F für Countdown drücken. Ach so, du bist. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Was ist F? Ah, F. Ja. Ich hab vergessen, wie das ging. Mach mal. Was? Ja, ich hab vergessen, wie es ging. Mach mal. Wir müssen gleichzeitig diese Schalter drücken, damit die Tür aufgeht. Gut. Und dafür ist dieser Countdown gut. Ach so. Attacke! Aha. Letztes Mal ging die Tür nämlich zu, bevor man da war. Ha. Eine CD! Hua! Fliegende Untertasse. Das ist schon der Bürger! Nee, nicht fliegende Untertasse, sondern fliegende CD. Riesen-CD. Wie früher die alten Disketten. Riesig. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Ja. Und eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen,
wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Mhm. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Das ist schön. Ich halte das für einen Mann. Hey, Arschloch! Alter. Gut. Die hat uns einfach gesprengt. Der sprengt. Aber jetzt mal nur von der Grafik her, ist das anders? Oder besser oder schlechter oder gleichwertig wie Assassin's Creed Black Flag? Naja, also ein kleines bisschen vielleicht besser, aber mit Assassin's Creed Unity nicht zu vergleichen. Ja. Also das ist wirklich... Was war das denn? Einwandfrei. Komische Lache hier. So, wir sind zurück im Hub, haben das erste Level wie im Flug durchflogen. Super. Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Genau. Hat er das Rad auch gefallen? Er ist geflogen wie ein Vogel. Ja. Und aufgekommen wie ein Gott. Nee. Wo bist du hin? Ja, gut, okay. Kimmst also, du jetzt mal? Wir haben den ersten Teil hier durchlaufen. Ach, drüben ist der zweite Teil. Machen beim nächsten Mal weiter. Ich habe die Uhr vergessen zu stellen, deswegen machen wir hier jetzt einfach mal Schluss. Ich hab schon ein Portal gemacht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Wiederschauen.